Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Heute hat sich CD Projekt Red zu den Plänen rund um Cyberpunk 2077 in 2022 und 2023 geäußert. Wie zu erwarten, wurde erneut bestätigt, dass man an Cyberpunk 2077 festhält und natürlich auch weiterhin den Titel supporten wird. Hier war ja bereits im Vorfeld gesagt worden, dass man Cyberpunk noch 5 Jahre nach Release supporten wird, wobei man hier wohl ein mindestens hinzufügen kann. Denn man wird sicher den Support nicht einstellen, wenn man damit auch im 6. Jahr Geld verdienen kann, was man ja auch schon bei den Witcher-Spielen sehen kann, die auch weit nach 5 Jahren noch supportet werden. Spannender war hier die Frage, wie es denn jetzt mit der kommenden Erweiterung ausschaut, und hier habe ich leider schlechte Nachrichten für uns alle. CD Projekt hat nämlich mitgeteilt, dass die Erweiterung erst 2023 kommen wird. Die Erwartungen gingen eigentlich Richtung Mitte 2022 oder meinetwegen spätestens Ende 2022, aber daraus wird nun leider nichts mehr. In dem Post auf Twitter heißt es, dass weitere Infos zu der Erweiterung zum Ende des Jahres folgen. Man kann daraus entnehmen, dass, wenn im Herbst angekündigt wird, der Release höchstwahrscheinlich im Frühjahr 2023 erfolgt, aber sicher kann man sich hier natürlich nicht sein. Das ist natürlich eine ganz bittere Pille für alle, die schon sehnsüchtig auf neue Story-Inhalte warten. Wenn wir gutmütig davon ausgehen, dass der Release im Januar 2023 erfolgt, dann sind das jetzt noch ganze 8 Monate. Das ist verdammt viel Zeit. Das bedeutet auch, dass die erste Erweiterung zu Cyberpunk erst 2 Jahre nach Release veröffentlicht wird, was sicher nicht der schönste Rekord ist, den man als Studio aufstellen kann. Da fragt man sich doch, warum ist das so? Laut Pavel Sasko will man es einfach richtig machen. Man will saubere Arbeit abliefern, also im Grunde nicht das wiederholen, was man zu Release abgeliefert hat. Tja, und da stehen wir nun mit unseren angebrochenen 2022 mit dem Wissen, dass die Erweiterung dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Und wie geht's jetzt weiter? Auch hierzu hat sich CD Projekt geäußert. So sind einige große Updates sowie weitere DLCs für dieses Jahr geplant. Was genau die beinhalten, wurde aber nicht gesagt. Doch gehen wir mal davon aus, was bisher kommuniziert wurde und was es an Infos von Seiten der Datenminer gab. Demnach werden die größeren Updates sicher einige Features mit sich bringen, sowie bestehende Features optimieren. Als Beispiel sei hier das Transmog-System erwähnt, das in den Files gefunden wurde und bereits jetzt schon per Mod aktivierbar ist. Mit den neuen Updates werden dann sicher auch neue Events und Interaktionen ihren Weg nach Night City finden und natürlich wieder neue Easter Eggs. Wer also gern erkundet, wird sicher auch hier wieder einiges zu finden haben. Bei den DLCs sind laut der DLC-Liste noch 4 Waffen, 4 Aufträge und das New Game Plus offen. Außerdem soll dann noch etwas mit dem geheimnisvollen Titel Monster kommen. Dafür bin ich euch übrigens noch ein Video schuldig, das aber sehr bald kommt. Ich hatte angenommen, dass der New Game Plus Modus mit der ersten Erweiterung kommt. Ich denke, es wird auch so sein, aber es wäre auch möglich, dass es Teil eines größeren Major Updates wird. Sicher hätten hier viele Leute Lust auf eine neue Runde unter der Bedingung, dass es eben ein New Game Plus gibt. Die 4 Aufträge und die Waffen sind natürlich eine schöne Sache, aber am Ende ist das natürlich alles viel zu wenig auf ein Jahr betrachtet. Daher stellt sich hier die Frage, ob CD Projekt womöglich seinen DLC-Plan angepasst hat. Ursprünglich sollten 17 DLCs kommen, von denen die meisten ja auch ausgeliefert wurden. Damals sollten die aber innerhalb weniger Monate nach Release kommen und nicht innerhalb von 1,5 Jahren. Es ist also gut vorstellbar, dass man die DLCs aufgrund der Verschiebung der Erweiterung in 2023 erweitert hat. Da gäbe es eine Menge neuer Dinge abseits einer komplett neuen Storyline, die sicher bei den Spielern gut ankommen würden. Zum Beispiel neue Rennen, eine Garage, um Fahrzeuge zu modifizieren, neue NCPD-Events, neue Cyberpsychos und ganz generell kleinere Aufträge, wofür jetzt nicht unbedingt eine Erweiterung her muss. Es wäre äußerst sinnvoll, in den kommenden Monaten zumindest mit anderen Inhalten zu kommen, um diese große Lücke zur Erweiterung etwas zu überbrücken. Auch zum Multiplayer hat man sich nochmals geäußert. CD Projekt hält hier weiter daran fest, dass man in die Spiele in irgendeiner Weise einen Online-Modus packen möchte. In diese Richtung stellt sich das Studio also weiter auf und wird diesen Weg auch weitergehen. Weiterhin bleibt aber die Frage, wann und was es denn am Ende sein wird, denn dazu gibt es weiterhin keine Infos. Ich schätze mal, dass es in die Richtung Service Game gehen wird, denn eigentlich ist es genau das, was die Community haben möchte. Die Leute wünschen sich oftmals Dinge für das Spiel, die man in einem Solo-Game gar nicht reinpacken würde. Normalerweise ist es doch bei Solo-Spielen so, dass diese Spiele irgendwann eben mal durchgespielt sind. Dann kommt noch eine Erweiterung, wenn überhaupt, und dann war es das. Aber bei Cyberpunk ist das eben ganz anders und von daher würde es sich perfekt anbieten.
Gute Nachrichten gibt es dagegen zu Cyberpunk Edge Runner, der neuen Anime-Serie. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit dem japanischen Studio Trigger und Netflix produziert. Dazu gab es seit der Ankündigung Mitte 2020 gar keine Infos mehr. Aber nun wurde endlich mitgeteilt, dass alles nach Plan laufe und die Produktion abgeschlossen sei. Nun geht es in die Postproduktion, was natürlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, aber die Serie soll weiterhin wie angekündigt 2022 erscheinen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das federführende Studio hier wohl Trigger ist. Ich denke also nicht, dass es hier auch zu einer Verschiebung kommen wird. Alles in allem geht es also mit Cyberpunk 2077 immer weiter, auch wenn unsere Geduld nun nochmal auf eine sehr harte Probe gestellt wird. Doch ich denke, dass CD Projekt Red bewusst ist, dass sie 2023 dann auch wirklich etwas abliefern müssen. Nun, wie soll ich es sagen, um keinen unnötigen Druck aufzubauen? Naja, etwas liefern, was nicht von dieser Welt ist. Also wollen wir uns mal überraschen lassen. Im letzten Video war die Frage, wie ihr das mit der Third-Person-Ansicht in Cyberpunk 2077 sehen würdet. Dazu schrieb Pascal: Also auf die Third-Person-Ansicht kann ich verzichten. War am Anfang skeptisch, aber ich finde, dass die First-Person super funktioniert und mir persönlich tatsächlich mehr Immersion gibt. Außerdem ist es extrem aufwendig, die ganzen Animationen anzupassen. CD Projekt Red hat immer gesagt, dass sie das Spiel für die First-Person-Ansicht konzipiert haben. André dagegen würde die Third-Person-Ansicht schon sehr gerne haben und das aus einem ganz bestimmten Grund. Also, ich spiele nur in First-Person, aber bei einem Game, wo das Aussehen schon irgendwie auch eine Rolle spielt, fände ich es mega, auch mal in Third-Person wechseln zu können, einfach um auch mal meinen Charakter zu sehen. Ja, ich weiß, Fotomodus, tolles Gimmick, aber ehrlich gesagt brauche ich den nicht so. Third-Person mit einer Mod sieht einfach schrecklich aus. Ich als First-Person-Spieler würde mich trotzdem freuen, wenn es kommt, einfach um mal hin und wieder wie von außen zu betrachten. Peter ergänzt das Ganze um ein Feature, was er offenbar gern bei der Third-Person-Ansicht sehen würde. Third-Person wie in Deus Ex im Deckungssystem wäre cool. Ich muss zugeben, ich war ein wenig überrascht, wie vielen Leuten eine Third-Person-Ansicht gar nicht so wichtig ist. Ich meine, zu Release waren das mal mehr Leute, die sich so eine Ansicht gewünscht hatten, aber ich denke mal, dass sich hier auch mittlerweile eine Menge Leute dran gewöhnt haben. Kommen wir zur neuen Frage für das nächste News-Video. Was hältst du davon, dass die Erweiterung nun erst 2023 kommt? Und wie sieht es mit dem Argument aus, dass man ordentlich abliefern will? Wobei man schon berücksichtigen muss, dass hier immerhin 2 Jahre zwischen Hauptspiel und Erweiterung liegen werden. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.